Hallo liebe Freunde, in diesem Video wird gezeigt, wie man den Laptop auf die Werkeinstellungen zurücksetzt. In einem der vorherigen Videos haben wir uns angesehen, wie man das Android-Gerät auf die Werkeinstellungen zurücksetzt. So wird seine Leistung wiederhergestellt. Der Link ist in der Beschreibung. Ebenso kann man mit Windows einen Laptop zum Leben erwecken. Hierzu muss jedoch eine spezielle vorinstallierte Wiederherstellungspartition auf der Festplatte des Laptops vorhanden sein. Jetzt geht es los. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Das Zurücksetzen des Laptops auf die Werkeinstellungen ist eine vollautomatische Neuinstallation von Windows mit allen vom Hersteller vorinstallierten Anwendungen und Treibern. Nach dem Abschluss des Zurücksetzens erhalten Sie den Laptop in dem Zustand, in dem er sich zum Zeitpunkt des Kaufs befand. Während des Zurücksetzens verläuft die Bereitstellung von Windows von einer Sicherung, die sich auf einer speziellen versteckten Wiederherstellungspartition befindet. Sie können es sehen, wenn Sie das Datenträger-Bedienmenü aufrufen. Normalerweise wird es Rücksetzen-Abschnitt genannt und hat ein Volumen von 5 bis 20 GB. Aber im Prinzip kann es beliebig sein, abhängig von der Kapazität des Werksystems. Ohne diesen Abschnitt können Sie den Laptop nicht auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Dieser Abschnitt fällt möglicherweise aufgrund eines fehlerhaften Löschvorgangs bei der manuellen Neuinstallation von Windows oder wenn der Laptop ohne Betriebssystem gekauft wurde. Beachten Sie, wenn Sie das System zurücksetzen, werden alle Daten vom Laufwerk C gelöscht. Die Reihenfolge der Aktionen beim Zurücksetzen des Laptops auf die Werkeinstellungen kann sich von verschiedenen Herstellern unterscheiden. Die Unterschiede sind jedoch nicht signifikant, aber der Algorithmus der Aktionen ist ähnlich. Das Erste, was Sie tun müssen, ist die Umgebung für die Wiederherstellung des Laptops aufzurufen. Die Hersteller von Laptops haben verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun. Schauen wir uns die beliebigsten an. Bei einigen Herstellern gibt es zu diesem Zweck eine speziell separate Taste, beispielsweise die Novo-Taste von Lenovo oder Assist von Sony. Diese Taste befindet sich sowohl oben im allgemeinen Menü des Geräts als auch an dem Seitenteil oder auf der Rückseite. Sie können es sowohl unter dem laufenden Betriebssystem als auch bei ausgeschalteten Computer verwenden. Daraufhin wird das Menü gestartet, indem die gewünschte Aktion ausgewählt wird. Dies ist normalerweise System Recovery oder Recover Your System. Bei den meisten Laptops müssen Sie den Computer neu starten, um die Wiederherstellungsumgebung zu gelangen. Klicken Sie auf eine der Funktionstasten oder halten Sie sie gedrückt, bis das System geladen wird. Das kann sein F9, Asus, Alt plus F10, Acer, HP Pavilion. Drücken Sie beim Einschalten des Laptops die Escape-Taste. Rufen Sie das Startmenü auf und drücken Sie F11. Samsung F4, Toshiba F8, bei den neuesten Modellen 0 oder sogar muss F1 plus 0 gedrückt werden. Dell F8, Fujitsu Siemens F8, LG F11,
Lenovo F11, wenn es keine separate Taste gibt. Sony, wenn es keine Assist-Taste gibt, kann F10 gedrückt werden. Infolgedessen werden die systemwiederherstellenden Umgebung der Windows Startmanager oder die erweiterten Startoptionen gestartet. Ich werde weitere Aktionen auf dem verfügbaren Dell-Gerät anzeigen. Wie ich bereits sagte, wird der Algorithmus auf Laptops anderer Hersteller ähnlich sein. Wählen Sie im angezeigten Menü folgendes aus: Fehlerbehebung am Computer, Starten von Recovery Center oder Systemwiederherstellung. Der Computer lädt die für die Wiederherstellung erforderlichen Dateien herunter. Danach wählen Sie die Sprache und das Benutzerkonto aus. Es wird Fenster von Systemwiederherstellungsoption angezeigt. Normalerweise ist das letzte Element in diesem Fenster der Wiederherstellungsoption ist das Element mit dem Namen des proprietären Programms für die Datensicherung und die Systemwiederherstellung vom Hersteller Ihres Geräts. Auf meinem Dell-Gerät ist es also Dell Backup and Recovery. Aber andere Hersteller können entsprechend das haben. Toshiba HDD Recovery, Wiederherstellungszentrum Sony Vaio, HP Recovery Manager, Acer Recovery Management, Samsung Recovery Solution, Lenovo OneK Recovery und so weiter. Beachten Sie jedoch auch, dass manchmal die erforderliche Taste drückend kann der Laptop auf einmal das Wiederherstellungsprogramm unter Umgehung der Windows Wiederherstellungsumgebung herunterladen. Dies passiert häufiger, wenn separate Wiederherstellungstasten wie Assist oder Novo Button vorhanden sind. Wenn Windows auf Ihrem Laptop heruntergeladen wird, kann jedes dieser Wiederherstellungsdienstprogramme unter dem laufenden System gestartet werden. Wenn Windows nicht heruntergeladen wird oder das Wiederherstellungsprogramm für Laptops aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, können Sie es nur in der Windows-Wiederherstellungsumgebung zurücksetzen. Ich wähle Dell Backup and Recovery, wie in meinem Fall. Die Benutzeroberfläche des Dienstprogramms wird direkt heruntergeladen. Um den Laptop auf die Werkeinstellungen zurückzusetzen, ich wähle die erweiterten Optionen auf Werkstatus aktualisieren. Nur die Systemoperation wiederherstellen weiter. Als nächstes berühren Sie nichts. Der Wiederherstellungsprozess erfolgt automatisch und erfordert keine Benutzeraktion. Während der Wiederherstellung wird der Computer mehrmals neu gestartet. Wiederherstellung ist abgeschlossen. Neustart. Infolgedessen wird der Laptop nach einem Neustart auf die Werkeinstellung, in der er gekauft wurde, zurückgesetzt. Alle vorinstallierte Software wird wiederhergestellt. Wie Sie sehen können, ist der Prozess nicht kompliziert. Im Detail kann sich der Vorgang zum Zurücksetzen eines Laptops auf die Werkeinstellung von Windows 7 oder 10 unterscheiden. All dies ist im Allgemeinen unwichtig. Am wichtigsten ist ein Recovery-Abschnitt auf der Festplatte und nicht beschädigte Originaldateien der Reserva-Kopie. Andernfalls ist mindestens eine Installationsdiskette mit einem Betriebssystem erforderlich, damit Windows wieder funktioniert. Es gibt ein separates Video zum Installieren von Windows von einem USB-Stick oder einer Festplatte. Der Link ist in der Beschreibung. In einem der folgenden Videos werde ich zeigen, wie Sie eine Systemwiederherstellungspartition mit den Werkeinstellungen erstellen und das System daraus wiederherstellen. Bitte nicht verpassen. Das ist alles. Bitte Daumen hoch und subscribieren Sie unseren Kanal Hetman Software. Stellen Sie die Fragen in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.